Ich kann nur sagen, dort zu arbeiten ist so wahnsinnig spannend, weil ich in der Früh nicht weiß, was mich an diesem Tag erwartet. Ich bin ein Startup-Liebhaber das schon. Ich glaube, das, was ich gesehen habe, da gibt es ja viele gute Ideen und es gibt auch viele nicht gute Ideen. Österreich ist eine Industrienation, also egal wie man es rechnet, wir haben einen sehr hohen Anteil der Wertschöpfung ist die Industrie. Es gibt viele Studien, die das behaupten und in den Raum stellen, dass ganz einfach es große Arbeitsplatzverluste geben wird. Herzlich willkommen beim Money Talks hier in der Lounge von Ballas Capital. Wir sprechen heute über die Zukunft der österreichischen Industriebetriebe und ich freue mich, dass wir Andreas Brenner von der Industriellen Vereinigung bei uns zu Gast haben. Ja, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr, hier zu sein. Andreas, vielleicht kannst du kurz mal erklären, wann wurde die Industriellen Vereinigung gegründet? Ja, die IV, so wie wir sie heute kennen, 1946, am 18. November habe ich mir genau nachgesehen, wurde sie gegründet. Der erste Präsident war Dr. Hans Lauder. Es hat Vorgängerorganisationen gegeben. Das Haus der Industrie, so wie wir es heute kennen, am Schwarzwingplatz, ist 1911 übergeben worden. Und aber seit 1946 gibt es diese Vereinigung der österreichischen Industrie. Ich habe nachgesehen, ihr habt seit ca. 4.500 Mitglieder. Welche Firmen dürfen bei euch Mitglied werden? Also grundsätzlich sind wir eine freie Interessensvertretung. Das heißt, wir sind auf freiwilliger Basis. Das heißt, wir haben grundsätzlich Industrieunternehmungen unterschiedlicher Größe. Also wir wollen nicht die Wirtschaft in groß und klein segmentieren, sondern es gibt Unternehmungen, die industrieklassisch sind. Es gibt industrienahe Dienstleister, wie zum Beispiel die Logistikunternehmungen, die vor 30, 40, 50 Jahren Teil der Industrie waren und heute ausgelagert worden sind. Industrienahe Dienstleister können auch im Bereich der Energiewirtschaft sein, im Bereich des Consulting, der Software-IT. Also das ist alles möglich, sofern man doch einen Bezug zur Industrie hat. Also es muss ein Bezug sein. Dürften wir als Investmentbank als Mitglied werden, weil wir doch hin und wieder Industriebetriebe auch finanzieren? Oder wäre dir das zu wenig? Das würde bei uns als Leitungsorgan entscheiden. Aber das könnte natürlich, wenn man Beteiligungen hält an wichtigen Industrieunternehmen, könnte das eine Möglichkeit sein. Grundsätzlich sind Banken und Versicherungen, also die klassischen österreichischen Aktienbanken und Versicherungen, sind auch bei uns Mitglied, ebenso wie die Energiewirtschaft und die Bauwirtschaft. Ja. Seht ihr euch als Plattform oder als Unterstützer oder auch ein bisschen so als Dealmaker im Hintergrund oder was ist eure Hauptaufgabe? Ich glaube, wir haben da mehrere Standpunkte oder vertreten mehrere Standpunkte. Wir sind eine Plattform, wo es darum geht, die Industrie zu fördern, auch das Unternehmertum zu fördern, aber wir stehen auch für einen gesellschaftspolitischen Zusammenhalt. Das ist, glaube ich, auch ein wichtig. Wir haben doch sehr breite Themen, wo wir mitsprechen. Wir sind ein Think Tank. Wir sind teilweise eine Serviceorganisation, also ich glaube, ich kann nur sagen, dort zu arbeiten ist so wahnsinnig spannend, weil ich in der Früh nicht weiß, was mich an diesem Tag erwartet. Also unsere Mitglieder haben das Recht, uns zu fordern, wir sind freiwillig und wir müssen performen. Jetzt, wenn man in Industrie denkt, denke ich ja auch sehr oft an so Blecher biegen und sozusagen Hochöfen und richtige industrielle, schwere Arbeit. Ist das wirklich so oder habt ihr auch Firmen so, die in der Robotik tätig sind? Man merkt, dass sich das entwickelt. Man ist gekommen von den Schloten. Ich glaube heute, ob das im Biotech zum Beispiel ist oder in anderen zukunftsträchtigen Branchen, merkt man schon, dass da ein Wandel im Gange ist. Und ja, das spüren wir auch und ist eine Herausforderung. Das Thema Digitalisierung ist für uns eine Herausforderung. Vielleicht kommen wir dann eh noch dazu, aber ich glaube, dass das auch eine sehr große Chance ist für die Industrie vor allem. Und ja, und für uns als Vertretung der österreichischen Industrie natürlich auch. Also es ist sehr spannend. Ich darf das Wort Digitalisierung aufgreifen. Wenn du so durch deine Mitglieder blickst, siehst du, dass die Firmen alle schon in Digitalisierung investiert haben, dass da schon viel gemacht wurde, auch die letzten Jahre. Oder glaubst du, dass der österreichische Mittelstand in dem Bereich noch hinten nach ist? Das, was ich sehe, wir haben auch eine Plattform, die nennt sich Industrie 4.0, die wir unterstützen, wo wir sehr involviert sind, bekomme ich schon mit, dass die österreichische Industrie da ihre Hausaufgaben schon größtenteils gemacht hat. Natürlich wollen wir dort in die Frontrunner-Geschichte hineinkommen, das ist vielleicht noch nicht der Fall, aber ich glaube, wir sind da besser aufgestellt, als man glauben sollte und es geht aber weiter. Ich glaube, die österreichische Industrie wird oder die österreichische Wirtschaft wird sich mit Amazon, mit Google, mit Facebook nicht mehr messen können, aber ich glaube, im Bereich der Industrie gibt es ja wohl Potenziale, die zu heben sind und deswegen begreife ich das auch als Chance für uns. Du hast das angesprochen, dieses Messen. Du siehst jetzt ganz klar an der Börse, der S&P 500 misst sich mit dem Nasdaq, ja. Also Technologie versus klassischen Industrieunternehmen.
Wie siehst du hier die Positionierung von Österreich? Also wie kann sich Österreich als Industrienation, ist es überhaupt eine Industrienation, positionieren, auch mit diesem digitalen Hut? Österreich ist eine Industrienation, also egal wie man es rechnet, wir haben einen sehr hohen Anteil der Wertschöpfung ist die Industrie. Und wenn ich dann den servoindustriellen Sektor dazu rechne, also die Jobs oder die Wertschöpfung, die durch die Industrie ausgelöst hat, dann ist das doch Ziffern, die beeindruckend sind. Das ist vielleicht noch zu wenig bekannt, daran arbeiten wir als Organisation, um das besser darzustellen. Aber ich glaube, auch im Bereich der Zukunft haben wir eine gute Basis. Wir haben viel mehr Industrie als zum Beispiel hochgerechnet auf die Vereinigten Staaten. Und ich glaube, wir haben eine tolle industrielle Basis. Und die gilt es jetzt ganz einfach auf dem hohen Niveau auszubauen oder zu stärken. Aber die Voraussetzungen sind da. Am Kapitalmarkt, wenn ich da überleiten kann, merkt man das vielleicht nicht so sehr. Also ich glaube, dem ATX im Vergleich zu anderen, da könnte das vielleicht noch besser abgebildet sein. Und leider muss man sagen. Ja. Das ist leider so, weil natürlich auch ich in meiner Funktion für die Finanzen natürlich auch gerne habe, wenn der österreichische Kapitalmarkt toll performt. Das war ja lange Zeit sehr toll, vor allem mit der Mittel- und Osteuropa-Fantasie. Und ich glaube, da würde es auch noch Potenzial geben für die Industrie. Kannst du in ein paar Sätzen noch kurz erklären, was bedeutet eigentlich Industrie 4.0? Das bedeutet ganz einfach, dass man die industriellen Revolutionen, die bis jetzt stattgefunden haben, dass es jetzt in eine neue Stufe gehoben wird und das ist eben die vierte Stufe der industriellen Revolution, die ganz einfach sehr stark auf Digitalisierung der Produktionsprozesse aufbaut und die ganz einfach den ganzen Prozess in der Industrie ganz einfach auf einer neuen Ebene steht. Und da hat es ja davor schon einige industrielle Revolutionen gegeben. Eins ist aber empirisch auch klar, jede dieser industriellen Revolutionen hat zu einer neuen Stufe geführt und hat eigentlich die Gesellschaft, also die Wirtschaft und die Gesellschaft eigentlich gehoben. Also noch einmal, ich sehe das als wirkliche Chance, verstehe natürlich, wenn es da auch Befürchtungen gibt, aber ich glaube, da haben wir eine gute Basis und die gibt es zu stärken. Neue Chance ist ja wahrscheinlich, oder neue Ebene ist wahrscheinlich auch, dass du eine menschliche Arbeitskraft durch einen Roboter ersetzt. Ja. Das bedeutet wiederum, da haben auch viele Menschen Sorge, dass viele Menschen Arbeitsplätze verlieren werden. Wie kann man das kompensieren oder wie siehst du hier diese Tendenz? Wir verstehen diese Sorgen der Menschen. Ich meine, gerade auch in diesem Jahr, das ja für uns alle kein leichtes war, hat man natürlich einige Zeit nachzudenken. Es gibt viele Studien, die das behaupten und in den Raum stellen, dass ganz einfach es große Arbeitsplatzverluste geben wird. Das kann man natürlich auch hinterfragen, weil es gibt vor allem die Nationen, die sehr stark im Technologiebereich sind, dass die eigentlich keine Arbeitsplatzverluste haben. Ich glaube, dass gewisse Berufe verschwinden. Ich bin im Finanzbereich, also ich glaube, der Beruf des klassischen Buchhalters, den wird es nicht mehr geben. Aber ich bin der Überzeugung, und das ist meine persönliche Überzeugung, auch der meiner Organisation, es werden neue Jobs entstehen. Und da müssen wir ansetzen. Wir wissen nicht genau, was zur Zukunft führt, aber ich glaube, wenn man das gemeinsam als Chance begreift, in Weiterbildung, Qualifizierung und Ausbildung investiert, dann bin ich der Überzeugung, dass das gelingen kann. Ja. Kannst du so ein Mitglied von dir nennen, so einen Industriebetrieb, der vorbildlich die Digitalisierung jetzt durchgemacht hat und auch weiter vorantreibt? Ja, Florian, da tue ich mir ein bisschen schwer, weil natürlich alle Mitglieder für uns gleich sind. Mir fallen schon ein paar ein und das sind auch die großen, bekannten Industrieunternehmungen, die bei uns Mitglied sind. Also ich werde hier nicht nennen, wer alle Mitglied ist, aber du kannst davon ausgehen, dass das de facto alle sind. Da gibt es schon sehr tolle Beispiele. Sieht man auch an der Plattform Industrie 4.0, wer dort auch dabei ist. Also kannst du vielleicht einen Prozess beschreiben, also von einem Unternehmen heraus, einen Prozess, eine Automatisierung oder so etwas, wo man das darstellen könnte? Ja, es gibt Unternehmungen, die ganz einfach im Produktionsprozess eine Musterfabrik aufgebaut haben und da den Produktionsprozess ganz einfach aufbauen. Diese Beispiele wie, ich habe in der Fabrikhalle nur noch den Roboter, das gibt es ja schon lange. Also da ist ja Österreich und auch die Industrie schon wesentlich weiter. Deswegen, da geht es um die Verbesserung der Schnittstellen, da geht es um weitere Prozessinnovationen, da geht es auch insgesamt in Innovationen. Also ich glaube, das ist wirklich eine tolle Chance und da können wir konkurrieren als Industrie in Europa. Vielleicht nicht nur in Österreich, sondern in ganz Europa gesehen. Wie schaut es mit den Finanzen aus? Glaubst du, dass die Industriebetriebe in Österreich finanziell gut aufgestellt sind oder brauchst du mehr Möglichkeiten, mehr Investitionen, mehr Private Equity, mehr Mezzaninkapital, noch aggressivere Bankenfinanzierungen? Das ist eine gute Frage. Es ist eine harte Diskussion. Ich glaube, dass das Thema Eigenkapital auch in der Krise wieder wichtig geworden ist.
Du weißt selber, es gibt immer dieses, wo man sagt, Eigenkapital ist teuer, Fremdkapital ist billiger. Das ist ja oft so, auch steuerlich so gesehen. Ich glaube, Eigenkapital wird wichtiger und ich glaube, diese Eigenkapitalfinanzierung könnte wirklich ein Thema sein. Das ist natürlich auch über den Kapitalmarkt. Und das, was ich sehe, ist die österreichische Industrie da gut vorbereitet. Aber ich glaube, im Bereich des Eigenkapitals kann man da sicher noch einiges tun. Ja. Du bist auch für die Finanzen zuständig, also du sitzt an der Quelle und hast auch einen guten Überblick. Ja. Legst du das Geld der IV und auch dein Geld jetzt vorwiegend in Industrie-Bluechips an oder gehst du auch in chinesische Technologieaktien? Also grundsätzlich, ich trenne da immer als Privatperson oder als Finanzverantwortlicher der IV. Als Finanzverantwortlicher der IV investiere ich nicht direkt. Ich bin hier vorsichtig, ich möchte nie den Anschein erwecken, dass es hier Informationen gibt, die ich habe und andere nicht haben. Das heißt, wir haben hier Fonds, die natürlich selbstverständlich, ich weiß ja nicht genau, was im Fonds drinnen ist, aber natürlich vor allem in die europäische Industrie investieren. Also das ist schon wichtig. Diversifikation ist auch ein Thema. Aber ich persönlich, das tut mir sehr leid, ich würde gerne in österreichische Industrieunternehmen investieren, aber in meiner Position mache ich das nicht und weiche aus. Du bist in den USA, unterwegs, in China? Ich bin vor allem momentan gerade in Deutschland unterwegs bei Unternehmungen, die aber nicht Mitglied von uns sind und auch kein Nahverhältnis dazu haben. Das sind ganz neue Technologien, die mich interessieren. Das macht mir auch Spaß. Ob das jetzt Laserkommunikation im Satellitenbereich ist, da sehe ich eigentlich die Zukunft. Oder das macht mir wahnsinnigen Spaß, mich damit zu beschäftigen. Da bin ich am Beginn, aber alles, was mit meinem Beruf zu tun hat, das kann ich. Höre ich daher ein bisschen heraus, dass du auch ein Startup-Liebhaber bist oder wirklich, wirklich nur in gewinnbringende, börsennotierte Firmen? Nein, ich bin ein Startup-Liebhaber da schon. Ich glaube, das, was ich gesehen habe, da gibt es ja viele gute Ideen und es gibt auch viele nicht gute Ideen. Also da trennt sich schon die Spreu vom Weizen und da passiert einiges und ich glaube, das ist für die Industrie da kann die Industrie sehr gut lernen, neue Dinge kennenzulernen. Ich glaube, dass jetzt dieser Austausch massiv stattfindet. Wir als Industriellenvereinigung machen das vor allem in der jungen Industrie, dass es dort einen Austausch gibt mit den Startups und ich glaube, da kann man sehr viel lernen, ob aus den Startups dann ein Industrieunternehmen wird oder ob das Industrieunternehmen dann das Startup in seine Wertschöpfungskette einverleibt. Das ist, glaube ich, nicht so entscheidend. Entscheidend, glaube ich, ist, dass da neue Ideen kommen und echte neue Innovationen. Du hast ja angesprochen, dass sehr viele Industriebetriebe ja auch vor vielen Jahren in der Garage gegründet wurden. Ja. Damals hieß es halt nicht Startup, sondern einfache Gründung. Glaubst du, dass es überhaupt möglich ist, dass die heutigen Startups jemals so viel Biss- und Durchhaltevermögen haben, dass sie ein Industriebetrieb werden könnten? Ich glaube das schon. Ich glaube, da gibt es einige Bereiche. Ich glaube, dass es eben eher im Gesundheitsbereich, also im Biotech-Bereich ist, wo es einiges gibt. Ich glaube, das ist anders. Wir können uns auch erinnern, das war genauso wie die New Economy-Zeit. Da waren auch viele Unternehmungen. Heute sagt man Startup dazu, aber ich glaube, viele Unternehmer haben den Biss, das durchzuziehen. Und was ich immer beobachte, es gibt wirklich die Leute, die das in sich haben und deren nicht das Ziel ist, reich zu werden. Und dann gibt es die anderen, die ganz einfach, ich will so werden wie Mark Zuckerberg. Das darf nicht das Ziel sein. Ich glaube, das Ziel muss sein, ein Unternehmen zu entwickeln und weiterzubringen und nicht der Exit. Ich glaube, das darf nicht so das einzige Ziel sein. Ja. Andreas, danke für dieses tolle Gespräch. Ich finde es beeindruckend, wie gut du für den österreichischen Wirtschaftsstandort kämpfst und ich wünsche dir weiterhin viel Kraft, dass das weiterhin auch so gut gelingt. Alles Gute. Es hat mich gefreut, hier zu sein. Ja. Ich hoffe, wir sehen uns wieder bald. Danke. Danke. Liebe Zuseher, danke für Ihr Interesse. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, freuen wir uns wie immer auf Ihr Like. Und wir arbeiten schon wieder am nächsten spannenden Thema und freuen uns, Sie bald wiederzusehen.